Hirn und Heinrich, der Wissenspodcast des DZNE. Sexsucht, Kaufsucht und Essattacken. Das klingt als Titel ganz schön reißerisch, oder? Ist eigentlich gar nicht unsere Art. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hirn und Heinrich, dem Wissenspodcast des DZNE. Das ist das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen. Und heute geht es um Parkinson. Über Parkinson haben wir hier schon so oft gesprochen und ich empfehle aus unserer Reihe nochmal die Folge 9 mit Professor Gasser, in dem es ja um die ersten Fragen rund um die Erkrankung geht und auch sehr die Folge 10 mit Jörg Karrenfort, der Parkinson hat und von seinem Leben damit berichtet. Ich habe ihn jetzt erst kürzlich nochmal im Fernsehen gesehen am Parkinson-Tag und habe mich wirklich gefreut, ihn da zu sehen in einem Interview und möchte dieses Gespräch deswegen auch nochmal empfehlen. Wenn wir heute über Sexsucht, Kaufsucht und Essattacken sprechen, wie ich es gerade schon gesagt habe, dann ist das im Titel natürlich verkürzt ausgedrückt. Denn es geht um Impulskontrollstörungen bei Parkinson und die Betroffenen, die bemerken diese Veränderung möglicherweise zunächst gar nicht. Aber da haben wir hier das große Glück, einen ausgewiesenen Fachmann dazu befragen zu können, wie immer in diesem Podcast. Ich begrüße Professor Dr. Ulrich Wüllner. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns. Sehr gerne, hallo. Und ich habe gerade als erstes gelernt, als wir eine Tasse Kaffee bekommen haben, das ist sogar gut. Jawohl. Warum ist Kaffee so gut beim Thema Parkinson? Es verringert das Parkinson-Erkrankungsrisiko. Zu den vielen Phänomenen der Parkinson-Erkrankung gehört auch, dass wir alle ein individuelles Erkrankungsrisiko mit uns tragen. Sie haben den Vortrag von meinem Kollegen Thomas Gasser angesprochen, ein genetisches, das allerdings nur etwa 25-30% des Gesamtrisikos ausmacht. Etwa 70% kommt aus unserer Umwelt und da wirken sich manche Medikamente positiv aus und der Koffeingenuss gehört auch zu den positiven schützenden Effekten, was das Parkinson-Erkrankungsrisiko angeht. Ich möchte Sie kurz vorstellen. Professor Wüllner ist Forschungsgruppenleiter, leitet die Sektion Bewegungsstörungen an der Klinik für Neurologie und er ist kommissarischer Direktor der Klinik für Neurodegenerative Erkrankungen der Uniklinik Bonn. Ich glaube, auch über zu wenig Arbeit können Sie sich nicht beklagen, Herr Wüllner, wenn ich das mal so lese, was Sie da alles auf dem Zettel stehen haben. Wenn Arbeit Spaß macht, ist es nie zu viel. So ist gut. Was hat es denn mit den Impulskontrollstörungen genau auf sich? Ja, das ist ein Phänomen, was glücklicherweise nicht alle Parkinson-Patientinnen und Patienten betrifft oder betreffen kann. Die Häufigkeit wird auf größenordnungsmäßig 5, maximal 10% der Betroffenen geschätzt. Und es ist eine Störung, die durchaus auch mit bestimmten Anti-Parkinson-Medikamenten in Verbindung gebracht werden kann. Mit Medikamenten einerseits, mit der Erkrankung und den schon angesprochenen Veranlagungen andererseits. Das wollen wir gleich auch noch vertiefen. Sie sagen, das trifft nicht jeden. Wer kann es denn haben? Also ein höheres Risiko haben tatsächlich jüngere Männer und vor allen Dingen jüngere Männer, die schon in ihrer Vita durch eine bestimmte Veranlagung aufgefallen sind, also die sozusagen Neuigkeiten suchen. Wenn wir uns Menschen betrachten, dann gibt es Menschen, die eine stärkere Neugier aufweisen. Die Genetiker sprechen von Novelty Seeking, also Neuigkeiten suchen und da eine besondere Befriedigung erfahren. Das sind Menschen, die dann auch besonders anfällig sind für die Spielsucht. Sie haben eben schon drei der wichtigen Impulskontrollstörungen genannt. Die Spielsucht, die vierte, ist tatsächlich die einzige, die in den Katalogen der Psychiater im sogenannten ICD-Katalog auch als solche aufgeführt ist. Aber es sind tatsächlich eben, wie schon von Ihnen angesprochen, das pathologische Kaufen und Essen, die Hypersexualität und die Spielsucht, die als Impulskontrollstörungen zusammengefasst werden. Können Sie uns das ja aus Ihrem Arbeitsalltag vielleicht so einen Fall beschreiben, damit wir uns das noch ein bisschen besser vorstellen können, was Sie da genau meinen? Unser Arbeitsalltag oder der Alltag im Umgang mit unseren Patientinnen und Patienten ist vielleicht anders, als man das von den Universitäten landläufig erwartet.
ein durchaus vertrauensvolles Umgangsverhältnis zu schaffen und auch eine langfristige Beziehung zu den Patientinnen und Patienten aufzubauen. Bei chronischen Erkrankungen, die uns ja über einen langen Zeitraum, über Jahrzehnte begleiten, ist ein Vertrauensverhältnis zwischen Arzt, Ärztin und Patient, Patientin ganz unabdingbar und ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor für die gute Behandlung solcher Erkrankungen, wie der Parkinson-Erkrankung, aber natürlich auch der Alzheimer-Demenz. Für uns gehört es tatsächlich zur Routine, über Dinge zu sprechen, die vielleicht über das Alltägliche etwas hinausgehen. Also nachzufragen, nicht nur, wie die Beweglichkeit ist. Eingeschränkte Beweglichkeit ist ja ein Kernsymptom der Parkinson-Erkrankung, sondern auch die psychischen Befindlichkeiten abzufragen. Und dazu gehört dann tatsächlich auch die Frage nach den Freizeitaktivitäten, die Frage, wie es denn im Bett klappt. Und das ist manchmal leicht im Kontakt mit dem einzelnen Patienten, auch wenn ich als Mann zu einem Mann spreche, und manchmal schwieriger in der Paarsituation, weil viele Menschen mit chronischen Erkrankungen, so ist es auch bei der Parkinson-Krankheit, kommen als Paare zu uns. Das ist manchmal vor allen Dingen für die Berufsanfängerinnen oder Berufsanfänger schwierig, aber eben ein wesentlicher Teil auch unserer Behandlungsstrategie, diese Erkrankung als eine Paarerkrankung zu begreifen. Mm. Also Sie sitzen mit Ihren Patienten, Patientinnen im Gespräch und können das dann oft erst ergründen über die Dauer des Gesprächs, also wenn man sich über Jahre unterhält? Also verstehen Sie mich nicht falsch? So viel Zeit haben wir natürlich auch nicht. Also wir räumen unseren Patienten ungefähr eine halbe Stunde für das Gespräch. Nein, aber das ist natürlich deutlich mehr, als der niedergelassene Arzt oder die niedergelassene Ärztin tun kann. Was ich meine ist, dass man vielleicht die Ausprägung erst über eine gewisse Dauer feststellt. Für diese Impulskontrollstörungen muss man tatsächlich alert sein, weil das sind Störungen, die sich typischerweise relativ früh in der Erkrankung einstellen. Also es sind die aktiven Patientinnen und Patienten, die in diesem aktiven Stadium auch zu Beginn der Erkrankung eben tatsächlich mit bestimmten Medikamenten behandelt werden, die das höchste Risiko aufweisen. Diese von uns genannten vier Impulskontrollstörungen, die treten typischerweise relativ früh in der Behandlung auf. Mhm. Und wir vermitteln unseren jüngeren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer, dass es eben wichtig ist, auf diese Faktoren zu achten. Wenn neue Medikamente eindosiert werden, sprechen wir teilweise im Vorfeld über relevante Risiken, wie zum Beispiel Einschlafattacken, die die Teilnahme im Straßenverkehr gefährden können. Aber man muss dann eben auch aktiv nachfragen können und muss sich auch trauen, aktiv nachzufragen, wie sich bestimmte Medikamente eben auf die Psyche und auf solche uns bekannten Komplikationen auswirken. Essattacken, also größerer Appetit, das passiert ja bei Medikamenten durchaus häufiger. Jetzt haben Sie gesagt, junge Männer sind oft betroffen, die schon vorher wahrscheinlich so einen Spieltrieb hatten, Computerspiele gespielt haben. Wann merken Sie, dass es jetzt spezifisch ist auf die Krankheit? Also ich kann immer noch nichts mit... Ich glaube gar nicht, dass es spezifisch für die Krankheit ist. Wenn wir uns die Häufigkeiten anschauen, 5-10%, und wenn wir uns die Studien von sogenannten De Novo-Patienten betrachten, wohl wissend, dass es nur sehr wenige Studien dazu gibt, dann ist die Häufigkeit dieser Impulskontrollstörungen nur unwesentlich höher als in der gesunden Bevölkerung. Das heißt, hier trifft eine Kombination Parkinson-Erkrankung und eine spezielle Medikation auf eine Veranlagung, die auch bei sonst Gesunden vorhanden ist. Und dann müssen wir einen kurzen Blick auf die Wirkungen des Dopamins oder auf das Dopaminsystem als solches werfen. Mhm. Die Parkinson-Erkrankung ist natürlich nicht nur, aber vor allem eine Dopaminmangelerkrankung. Und der Botenstoff Dopamin hat sehr viele unterschiedliche Wirkungen.
Das meiste Dopamin wird von den Zellen in der sogenannten schwarzen Substanz, der Substantia nigra, hergestellt. Und diese Dopaminproduktion wirkt sich dann auf verschiedene Teile des Gehirns auf. Einmal auf die Motorstrukturen, wo die Beweglichkeit gesteuert wird, aber auch über einen ganz bestimmten Weg, den sogenannten Nucleus accumbens, auf das sogenannte mesolimbische System, das eine wichtige Funktion in unserer emotionalen Kontrolle darstellt. Unser Belohnungssystem funktioniert mit Dopamin. Warum kann ich beim plötzlichen positiven Ereignis mich freuen? Weil Dopamin ausgeschüttet wird. Wenn ich im Lotto gewinne, also ein unerwartetes positives Ereignis habe, dann ist das ein starkes Glücksgefühl und das wird mit sehr viel Dopamin belohnt. Wenn ich in der Spielbank spiele und die Kugel fällt auf die 5 und ich hatte auf die 5 gesetzt, unerwarteter Gewinn, das ist eine Dopaminbelohnung. Und diesen unerwarteten Gewinn, diesen Dopaminkick, den möchte das Gehirn gerne wiederholen und sucht immer wieder Situationen, die zu einem solchen Dopaminkick führen können. Und wenn ich dann von außen, so wie das beim Parkinson-Betroffenen geschieht, Dopamin zuführe und bestimmte Sorten Dopamin zuführe, das heißt, es gibt bestimmte Medikamente, die das Dopamin nachahmen, dann kommt auch ein solcher Kick durch die Medikamente zustande. Also, wir sprachen jetzt darüber, wenn man das zugibt. Jetzt kann das aber eben einen falschen oder einen, ja, übers Ziel hinausschießen, wenn ich das richtig verstanden habe. Es ist ja immer schwierig, über Dinge zu sprechen, die man selber nicht wirklich selbst erfahren hat. Also ich habe noch nie, vielleicht sollte ich das einmal ausprobieren, die Dopaminersatzmedikamente, die ich jede Woche verschreibe, ausprobiert. Oh. Denn viele Patienten schildern eigentlich eine Befindlichkeit, die sie mit dem Dopaminersatz in einen eher jugendlicheren, ich will vielleicht sagen pubertierenden Zustand zurückversetzt. Also mit einer etwas eingeschränkten Kritikfähigkeit, mit einem raschen Eingehen auf potenzielle Belohnungssituationen. Mhm. Also wahrscheinlich versetzt uns die Dopaminersatztherapie in eine Art, ja, pubertären Zustand. Zumindest scheint das für mich als Mann so ein Erklärungsphänomen zu sein. Da kann ich manche Dinge, die die Patienten mir schildern, irgendwo in mir wiedererkennen. Das klingt ja jetzt erst einmal nichts Schlimmes, aber an welcher Stelle wird es gefährlich? Naja, erstmal kann es schon mal sehr unangenehm werden, da eine auch zentral wirksame Nebenwirkung der Dopaminersatztherapie Übelkeit ist. Und eine weitere Nebenwirkung ist eine Blutdrucksenkung. Also es ist nicht ganz so unproblematisch, aber es ist eben doch so, dass viele Menschen eine relativ starke euphorisierende Wirkung verspüren. Vor allen Dingen von dem klassischen Dopamin-Vorläufer Levodopa. Die pharmazeutische Industrie hat in den 90er Jahren sogenannte Dopaminagonisten entwickelt. Mhm. Unter der Vorstellung, dass man Medikamente in die Hand bekommt, die etwas gezielter bestimmte Eigenschaften des Levodopas oder des Dopamins nachahmen können. Die Substanzen, die dort verfügbar sind, haben bestimmte Vorteile, weil sie Komplikationen, Langzeitkomplikationen der Dopamintherapie reduzieren helfen. Eine Langzeitkomplikation der Dopamintherapie ist die Entwicklung von sogenannten unwillkürlichen Überbewegungen. Behandle ich den jungen Parkinson-Patienten mit einem Dopaminagonisten, dann kann ich das Auftreten solcher unwillkürlicher Überbewegungen hinauszögern. Mhm. Diesen Vorteil erkauft man sich aber mit gewissen Nachteilen, namentlich vor allen Dingen den von Ihnen angesprochenen Impulskontrollstörungen. Mhm. Die meisten Dopaminagonisten, die heute noch verfügbar sind, stimulieren besonders sogenannte Dopamin-D3-Rezeptoren, die eine große Rolle auch in unserem Belohnungssystem spielen.
Und mit solchen Medikamenten waren in der Vergangenheit auch die Risiken für Impulskontrollstörungen deutlich erhöht. In der Vergangenheit? Und was heißt das jetzt? In der Vergangenheit deswegen, weil in den ersten Jahren des Jahrtausends diese Medikamente neu auf den Markt kamen und teilweise auch in sehr hohen Dosierungen eingesetzt worden sind. Wir hatten damals die Vorstellung, dass man die negativen Langzeitwirkungen der Levodopa-Ersatztherapie deutlich einschränken könnte, wenn man diese Dopaminagonisten als hochdosierte Monotherapie einsetzt. Das stimmt auch in Bezug auf die Motorkomplikationen, die Überbewegungen. Aber diese Hochdosis-Dopaminagonistentherapien haben auch zu einem hohen Anteil der Impulskontrollstörungen geführt. Tatsächlich hat man die Impulskontrollstörungen erst erkannt und konnte sie charakterisieren, weil so hohe Dosen von Dopaminagonisten eingesetzt wurden. Das hat sich in den letzten 10 Jahren etwas relativiert. Wir sind in den letzten 10 Jahren von einer Dopaminagonisten-Monotherapie wieder zurückgekehrt zu einer etwas ausgewogeneren Therapie, bei der sowohl der Botenstoff Dopamin selber als auch die Dopaminagonisten in Kombination eingesetzt werden. Tatsächlich war diese Kombination auch in Europa immer etwas häufiger im Einsatz als zum Beispiel in den USA. Und ein Teil, und das merken Sie natürlich auch an den gebrauchten Worten in der Beschreibung, Binge-Eating, Pathologic Gambling, Dopamine Dysregulation Syndrome. Ein Teil dieser Phänomene waren in den USA auch dann deutlich häufiger als zum Beispiel in Europa oder Kanada. Selbst kanadische Parkinson-Patienten hatten ein geringeres Risiko, an Impulskontrollstörungen zu leiden, als die US-amerikanischen. Also es gab da erstaunliche Unterschiede in den Risiken für diese Krankheiten oder für diese Komplikationen. Und wie ist es jetzt? Heute ist es so, dass wir natürlich, hinterher ist man immer schlauer, dass wir natürlich diese Komplikationen als solche erstmal kennengelernt haben, dass wir uns den Risiken auch bewusst geworden sind, die diese Medikamente mit sich bringen und, wie ich eingangs schon gesagt habe, wir auch sehr großen Wert darauf legen, in unserer Ambulanz nach solchen Störungen zu fahnden und eben auch Dinge zu thematisieren, die vielleicht nicht immer zu den Fragen gehören, die Parkinson-Patientinnen und Patienten sonst gestellt bekommen. Können Sie sich erinnern, wann Sie damit angefangen haben oder war das schon zu Beginn Ihrer Ausbildung schon üblich? Das klingt jetzt so, als würde ich sagen, Sie haben Ihre Ausbildung vor unfassbar langer Zeit. Aber ja, das ist so. Ja auch so. Nein, das ist auch tatsächlich. Verzeihung, aber es kann ja sein. Ja, wir haben tatsächlich in den 2000er Jahren einige der grundlegenden Arbeiten für Dopaminagonisten-Nebenwirkungen hier durchgeführt, hier in Bonn. Es sind nicht nur diese Impulskontrollstörungen, die solche Probleme bereiten, sondern zum Beispiel gehören auch Schlafattacken dazu. Unter den Hochdosis-Dopamin-Agonisten-Therapien treten eben auch in ähnlicher Häufigkeit Schlafattacken auf, die auch eine bestimmte genetische Prädisposition haben. Solche Schlafattacken treten vor allen Dingen beim Eindosieren von bestimmten Dopamin-Agonisten auf und können dazu führen, dass die Betroffenen im Gespräch einschlafen oder auch beim Essen einschlafen und was die große Gefahr natürlich darstellt, dass man auch beim Autofahren in bestimmten Situationen einschläft. Also unter Umständen eben nicht nur an einer roten Ampel, sondern häufig eben auch tatsächlich im fließenden Verkehr. Das sind dann Möglichkeiten, auf die man Betroffene Parkinson-Patientinnen und Patienten aufmerksam machen muss. Auch wenn glücklicherweise nach meiner Kenntnis bei keinem der Unfälle, die unter Dopaminagonisten aufgetreten sind, schwerwiegende Unfälle oder Personenschäden aufgetreten waren. Jetzt
Ist es eine Möglichkeit, da medikamentös vorzugehen? Gibt es auch Möglichkeiten, therapeutisch, also eine Verhaltenstherapie zu verschreiben? Das Entscheidende ist tatsächlich, die auslösenden Medikamente oder die Medikamente, die wir als Auslöser verdächtigen, abzusetzen. Das ist immer der erste Schritt oder die geplante Steigerung der Medikamente. Wir setzen sie ja nicht aus Vergnügen ein, sondern weil bestimmte Symptome gelindert werden müssen, die Steigerung der Medikamente eben rückgängig zu machen, beziehungsweise eben auf die Medikamente, von denen wir wissen, dass sie mit Impulskontrollstörungen oder Schlafattacken häufig auftreten, abzusetzen. Jetzt haben Sie ja gesagt, dass die Gespräche häufig zusammen stattfinden als Paar. Was raten Sie Partnerinnen und Partnern eigentlich, wenn Impulsstörungen vorliegen? Die Hemmschwellen, Dinge anzusprechen, sind wahrscheinlich nicht so hoch wie die Hemmschwellen, Dinge wie Hypersexualität oder Essattacken auszusprechen. Und ich glaube, dass die Fragebögen, die man den Patientinnen und Patienten auch aushändigen kann, nach solchen Impulskontrollstörungen einen hohen Stellenwert in der Diagnostik haben. Es fällt allen Betroffenen leichter, ein Kreuz zu setzen bei übermäßigem Internetgebrauch, als darüber zu sprechen, von sich aus aktiv darüber zu sprechen, dass der Besuch von Pornoseiten in der Vergangenheit deutlich zugenommen hat. Aber es kann doch keiner was dafür. Ganz frei sprechen kann man sich nie von solchen ja. Verantwortlichkeiten. Und das ist eben, ich habe es kurz angesprochen, ein Preis der dopaminergen Medikation, dass die Kritikfähigkeit und die Fähigkeit zur Selbstbeschränkung, zur Selbstdisziplin geschwächt wird. Aber es wird natürlich nicht ganz aufgehoben. Also man kann niemanden da ganz aus der Verantwortung entlassen. Aber als Ehepartnerin möchte ich jetzt auch nicht anfangen, im Rechner irgendwelche Seiten zu sperren oder in Geschäfte zu gehen und zu sagen, hier, der kauft wie verrückt. Es ist aber ehrlich gesagt seiner Erkrankung geschuldet oder den Medikamenten geschuldet. Das sind natürlich, kommen wir nochmal auf den pathologischen Kaufzwang, der sich entwickeln kann. Gutes Beispiel, das ich immer noch vor Augen habe, einer sehr differenzierten Rektorin, die immer wieder mit einem sehr stimmigen, ausgesprochen modernen Outfit in der Ambulanz erschien und erst nach geraumer Zeit, auch nachdem man sich ein bisschen besser kennengelernt hatte, wurde mir klar, da steckt mehr dahinter als nur das gute Aussehen und das geschmackvolle Kleiden, sondern sie berichtete dann von sich aus auch immer wieder, dass es ihr doch schwerfällt, in die Stadt zu gehen, ohne mit einem neuen Outfit zurückzukommen. Und da ist es dann erforderlich, darüber zu sprechen, wie man sich begrenzt, was man tun kann. Und in ähnlichen Konstellationen, wo Partnerinnen oder Partner dabei sind, ist das Sperren oder Wegnehmen der Kredit- oder eure Scheckkarte natürlich eine Möglichkeit. Das setzt aber auch eine gewisse Einsichtsfähigkeit der Betroffenen voraus. Hier gibt es tatsächlich ganz starke geschlechtsspezifische Unterschiede. Also das pathologische Einkaufen sehen wir tatsächlich, ähnlich wie pathologisches Essen oder Binge-Eating, häufiger bei Frauen. Klammer auf, Binge-Eating bei Parkinson ist in meiner Erfahrung eher ein Randphänomen. Zumindest in der deutschen Population spielt das keine ganz große Rolle. Kann in Amerika anders sein, aber in meinem Patientenkollektiv ist das nicht das große Thema. Klammer zu. Heißhunger auf Schokolade ist ein Phänomen, das tatsächlich unter Parkinson-Patienten häufig ist. Und möglicherweise hat das auch eine neurobiologische Grundlage. Aber pathologisches Essen, das hält sich eher im Hintergrund. Pathologisches Einkaufen ist bei Frauen wahrscheinlich tatsächlich etwas häufiger als bei Männern, genauso wie die Sexsucht oder Internetsucht bei Männern wiederum etwas häufiger auftritt. Und das enthemmte sexuelle Verhalten beobachten wir glücklicherweise auch nur selten. Wir hatten mehrere Fälle in der Vergangenheit, als die sogenannten Dopaminagonisten tatsächlich noch höher dosiert waren.
Die wirklich schweren Fälle kann man aber, auch wenn ich die letzten 20 Jahre betrachte, die ich jetzt nur mittlerweile in Bonn tätig bin, tatsächlich an einer Hand abzählen. Und deswegen komme ich auch drauf, dass es eben nicht nur ein Effekt von Parkinson und Medikation ist, sondern dass die prinzipielle Veranlagung dazu in einem ähnlichen Umfang vorhanden sein muss wie in der Normalbevölkerung. Ich erinnere mich jetzt an ein Gespräch mit Professor Schneider, wo es um die frontotemporale Demenz ging, und sie berichtete eben auch von Verhaltensauffälligkeiten bei Betroffenen. Lässt sich da eine Verbindung ziehen oder bin ich auf dem Holzweg? Nein, der Weg ist ein ganz solider, weil bei der frontotemporalen Demenz ja der frontale Kortex oder der orbitofrontale Kortex, der eben gerade diese rationalen Kontrollfunktionen zu beinhalten oder zu beherbergen scheint, durch den degenerativen Prozess als solcher ausgeschaltet wird. Also es ist ein sehr schwieriges und schwerwiegendes Phänomen, aber dieser orbitofrontale Kortex, der wird von diesem mesolimbisch-kortikalen System eben auch mit Dopamin versorgt. Und wenn wir nochmal in die Neurobiologie zurückgehen, jetzt wird es ein bisschen komplizierter, ich hatte diesen schwarzen Kern schon mal angesprochen, der schwarze Kern, der eben einmal aus der Substantia nigra in die motorischen Systeme projiziert und dann von einem angrenzenden Bereich, den wir VTA nennen, ventrale tegmentale Area, zum Nucleus accumbens und teilweise eben weiter in einer Schleife zu eben diesem orbitofrontalen Kortex. Und der ist auch in der Parkinson-Erkrankung in einer gewissen Weise beeinträchtigt. Allerdings wird durch die Dopamintherapie dann diese eher intakte Schleife zum orbitofrontalen Kortex nochmal überstrapaziert und überstimuliert. Und dadurch können sich manche Phänomene ähneln. Also dieses Enthemmungsphänomen ist sicherlich bei Menschen, die an der frontotemporalen Demenz leiden, viel, viel ausgeprägter als bei Parkinson-Betroffenen. Aber auch die Parkinson-Betroffenen haben eben Schwierigkeiten der rationalen Kontrolle. Sie können sich schwieriger klar machen, dass die Beschäftigung mit den Internetinhalten jetzt sinnlos ist und nirgendwo hinführt. In dem Zusammenhang gibt es ein weiteres Phänomen, das mit dem Namen Punding oder Hobbyism belegt worden ist. Und das soll bezeichnen, dass in einem bestimmten, typischerweise aber viel späteren Stadium der Erkrankung, sich wiederholende, weitgehend sinnlose Handlungen das tägliche Leben bestimmen können. Also der Steuerberater, der, obwohl schon lange aus dem aktiven Betrieb ausgeschieden, anfängt, die alten Mandantenvorgänge aus der Schublade zu holen und neu zu sortieren. Der Handwerker, der das Schraubensortiment durchsortiert, wobei das ich eigentlich auch noch mal tun müsste, fällt mir gerade ein. Das habe ich in den Osterferien versäumt. Oder eben tatsächlich auch die begnadete Köchin, die ihre Rezeptsammlung zum 23. Mal sortiert. Aber das ist dann häufig ein Phänomen, was von den Partnerinnen und Partnern leichter berichtet wird. Das entpuppt sich im Gespräch dann häufig als etwas Pathologisches, wenn deutlich wird, naja, jetzt gehst du wieder in den Keller und sortierst deine Rezeptsammlung und es kommt doch nichts Neues dabei raus. Also der Partner oder die Partnerin erlebt ja in einer Lebensphase, wo man eigentlich Dinge gemeinsam machen möchte. Wann werden Parkinson-Patienten krank? Zur Pensionierungszeit typischerweise. Und ein Grund, nicht alle Aktivitäten, die man sich in seinem Leben so vorstellt, auf die Zeit nach der Berufsausübung aufzuschieben. Das ist natürlich für den Partner oder die Partnerin eine herbe Enttäuschung. Die geplante Reise nach Fuerteventura fällt erstmal aus, weil der Partner oder die Partnerin erkrankt ist. Und das ganze Lebenskonzept wird durcheinander gebracht. Deswegen die schon erwähnte Paarerkrankung. Mhm. Und, aber das ist ja, mit Verlaub, bei allen Erkrankungen das große Thema, oder?
Warum? Ja, wir sterben ja nicht an Parkinson. Wir leben damit die nächsten 20, 25, 30 Jahre. Mehr oder weniger gut. Bestimmt die ersten 10 Jahre mehr gut. Aber der Krankheitsverlauf ist ja doch einer, der dann auch beeinträchtigen kann. Und das ist für die Partnerschaft schon eine echte Herausforderung. Krebserkrankungen sind umschriebener, definierter. Man hat ja heute bei vielen Krebserkrankungen gute Heilungschancen, kann in einem absehbaren, schwierigen Zeitraum sich dann vielleicht in einer stabilen Phase wieder auf andere Dinge konzentrieren. Vielleicht verliert man auch die Partnerin oder den Partner. Die Parkinson-Patienten bleiben häufig zusammen und leiden gemeinsam. Und auch da komme ich nochmal auf die geschlechtsspezifischen Unterschiede zurück. Die Frauen beklagen sich häufiger über Apathie und Rückzugstendenzen ihrer Männer. Das steht eigentlich ganz im Vordergrund. Depressive Verstimmung, Rückzugstendenz, weniger Aktivitäten mit Freunden, weniger Freizeitaktivitäten. Ach nein, lass uns doch zu Hause bleiben. Hier ist es auch ganz gemütlich. Wir gucken noch ein bisschen Fernsehen. Dann kommt noch so ein gestörter Schlaf-Wach-Rhythmus dazu. Die Betroffenen schlafen auf dem Sofa ein. Also die Rückzugstendenzen sind vor allen Dingen im weiteren Verlauf der Erkrankung viel problematischer. Was auch oft mit Scham zu tun hat. Ich glaube, das ist tatsächlich eher etwas Krankheitsimmanentes, was aus der Krankheit selber kommt, während die Hypersexualität, das pathologische Spielen etwas ist, was mit der Veranlagung und den Medikamenten, vor allen Dingen mit einer Aufdosierung von bestimmten Dopaminagonisten zusammenhängt oder vorsichtiger ausgedrückt zusammenhängen kann. Die Veranlagung muss da sein, aber die Medikamente müssen dazukommen, um es zu provozieren. Deswegen auch wichtig, auf solche mittlerweile bekannten Phänomene zu achten und auch subtile Andeutungen im Gespräch, im Arzt-Patient-Gespräch herauszuhören und darauf zu reagieren. Herr Willner, Verzeihung, wenn ich da nochmal nachfrage. Ich habe immer noch nicht verstanden, ob man das wieder in den Griff kriegen kann. Das ist eine sehr gute Frage. Man kann es, wenn man es früh erkennt, abfangen, indem man die auslösenden Medikamente reduziert bzw. pausiert und durch andere ersetzt. Manchmal gelingt das nicht. Glücklicherweise sehr selten. Es gibt eben schwierige und komplizierte Fälle, bei denen sich die Betroffenen ein Stück weit auch der Behandlung entziehen. Entziehen wollen, entziehen müssen, weil sie aus dieser Kombination Krankheit, Sucht, Veranlagung möglicherweise und eben Medikation nicht herauskommen. So wie es auch Süchtige gibt, die Heroinsüchtige, Kokainsüchtige, die sich von der Sucht, Alkohol, ganz großes Problem, die sich von der Sucht lösen können. Aber es gibt eben leider auch viele Menschen, die sich von der Sucht nicht lösen können. Aber Herr Willner, ich frage mich, ob das was mit der mangelnden Kritikfähigkeit zu tun hat, von der Sie ja auch sprachen, die auch mit einhergeht. Also mangelnde Kritikfähigkeit wird tatsächlich durch die Dopaminmedikamente mit bedingt und das macht es dann sehr, sehr schwierig, aus diesem Teufelskreis zu entkommen. Die Betroffenen können und wollen eben teilweise auf manche Medikamente nicht verzichten. Nochmal, der Anteil derjenigen, die einen sehr schweren Verlauf haben, ist glücklicherweise klein. Ja. Der Anteil, die eine mäßige Beeinträchtigung durch Hypersexualität oder pathologisches Spielen oder pathologischen Internetgebrauch haben, ist wahrscheinlich in der Größenordnung 10% anzusiedeln. Und manchmal ist es, glaube ich, auch für die behandelnden Ärztinnen und Ärzte schwer zu erkennen, wo die Patienten wirklich stehen. Denn da braucht es schon einen wirklich längeren und guten Kontakt zu den Betroffenen. Und ich komme nochmal auf das zurück, was wir eingangs gesagt haben. Das pathologische Spielen, die Hypersexualität, sind eher Phänomene der frühen Patienten, mit denen man eben noch keine langjährige
Arzt-Patient-Beziehung aufbauen konnte. Die möglicherweise auch, weil sie gut informiert sind, Ärztehopping betreiben und sich mit ähnlichen Problemen dann schnell mal auch in einer anderen Ambulanz vorstellen oder bei einem anderen niedergelassenen Kollegen oder Kollegin. Und sich natürlich, ich komme nochmal auf die Suchtveranlagung zurück, die da auch bestimmt eine Rolle spielt, die sich eben wie andere Menschen, die nicht von der Zigarette lassen können oder die mit einer moderaten Alkoholabhängigkeit im täglichen Leben ganz ordentlich funktionieren. Umso wichtiger, dass Sie als Arzt klar nachfragen an der Stelle und das nicht ausblenden. Ganz wichtig, sehr gut, dass Sie das nochmal erwähnen. Das ist eben auch in der Ausbildung ein ganz wesentlicher Aspekt, dass wir versuchen, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu vermitteln, dass man eben auch Dinge ansprechen muss, die über die, ja manchmal auch über die eigene Schamgrenze sozusagen hinausgehen. Das fängt ja schon damit an, dass wir nach der Verdauung fragen und Essensgewohnheiten thematisieren. Aber Sexualität ist eben nach wie vor ein heikles Thema und schwierig anzusprechen. Vor allen Dingen auch unter dem Aspekt der aktuellen Diskussion MeToo. Wenn ich jetzt ein Gespräch führe mit einem Mann, um mit dem Einfachen anzufangen, ist das für mich als Mann natürlich ganz einfach zu fragen, wie es denn im Bett läuft. Da kann ich über die Prostata-Problematik den Link ganz schnell treffen. Waren Sie denn beim Urologen? Gibt es eine Prostatavergrößerung? Und wie läuft es denn sonst so mit der Sexualität? Also das ist für mich im Männergespräch einfach. Ich stelle mir das schwierig vor, wenn ich vor Ihnen sitzen würde. Ja, schwieriger würde ich ja nicht als beim zweiten oder dritten Kontakt, wenn wir uns gerade kennengelernt haben, danach fragen, wie denn so die sexuelle Befriedigung mit Partner oder ohne Partnerin ist. Mhm. Und deswegen komme ich auch nochmal auf die Fragebögen zurück. Die können uns schon helfen, solche Bedürfnisse besser einzuschätzen. Wir haben auch schon mal versucht, ganz einfache Prioritätenlisten den Menschen in der Wartezone zu geben, wo sie ankreuzen konnten, was sind die Bereiche, über die wir gerne sprechen möchten, um dadurch einfach eine Brücke zu bauen und es klar zu machen. Das ist, glaube ich, eine Methode, die man noch intensiver anwenden sollte. Wie oft kommt es eigentlich vor, dass sich Partner oder Partnerinnen bei Ihnen nochmal melden, wenn das Gespräch vorbei ist eigentlich und sagen so, was ich Ihnen eigentlich noch sagen wollte? Das ist ganz interessant. Das sind Situationen, schön, dass Sie das fragen, die ich im Laufe meiner ärztlichen Tätigkeit gelernt habe, herbeizuführen. Sie wünschen sich das eigentlich? Ja, das wünsche ich mir sehr. Also ich finde das immer gerade mit den Erfahrungen, die ich bei Parkinson gemacht habe, eben auch um solche Hemmschwellen zu reduzieren, kann ich ja zum Beispiel einen, wenn man das Glück hat, was glücklicherweise dabei eben häufig der Fall ist, dass die Betroffenen als Paare kommen. Einer muss zur EKG-Untersuchung. Und dann kann man einfach fragen, gibt es noch etwas, was Sie vielleicht unter vier Augen besprechen wollten? Mhm. Und häufig ergibt sich dann genau das, was wir jetzt hier thematisiert haben. Ja, mein Mann möchte ständig Sex und ich komme damit überhaupt nicht klar. Einfach die einfach offene Frage, gibt es noch etwas, was Sie vielleicht unter vier Augen besprechen wollten, kann helfen, da ein solches Themenfeld, was ja für die Paare dann häufig auch ein ganz wichtiges ist, aufzudecken. Ich denke gerade auch, dass es schwierig ist, wenn man so seinen Vater oder seine Mutter begleitet. Das kommt interessanterweise, es kommt natürlich auch vor, klar, aber das ist nicht der Problemfall. Nochmal, diese Impulskontrollstörungen, insbesondere eben das pathologische Spielen und die Hypersexualität, sind die Probleme der jungen Patienten. Mhm. Herr Wüllner, woran forschen Sie denn gerade eigentlich? Wir haben uns in der Vergangenheit immer sehr darum bemüht, zu versuchen, mögliche Ursachen der Parkinson-Erkrankung zu finden. Mhm. Eine Hypothese, die uns über viele Jahre beschäftigt hat, war die Frage, ob epigenetische Veränderungen eine Rolle spielen könnten. Ich glaube, Sie haben kürzlich auch mit Herrn André Fischer in Göttingen über Epigenetik gesprochen. Und es gibt bestimmte Eiweiße, die in der Parkinson-Pathologie eine große Rolle spielen, deren Menge wiederum von der
DNA von der Erbinformation gesteuert wird. Und uns hat die Frage beschäftigt, ob die Steuerung dieser Eiweißproduktion durch epigenetische Veränderungen hervorgerufen sein kann. Aber die epigenetischen Veränderungen sind nur ein kleiner Teil davon. Und ein anderer Bereich, der uns aktuell immer noch sehr beschäftigt, ist der mögliche Einfluss des sogenannten Mikrobioms auf die Parkinson-Erkrankung. Und darunter versteht man die Gesamtheit aller Bakterien, Viren, Pilze und anderer eben Mikroben im Verhältnis zum menschlichen Körper. Wenn man uns ganz einfach betrachtet, dann sind wir ja aus- und inwendig besiedelte Röhren. Vom Mund bis zum Anus, innen gefüllt mit Bakterien, außen besiedelt mit Bakterien. Und Frau Dr. Bedarf und ich haben vor vielen Jahren begonnen, die Mikrobiota, also die Bakterien des Darms bei Parkinson und Kontrollen zu untersuchen. Da hatten wir zugegebenermaßen die Hoffnung, wir finden den Helicobacter des Parkinson, also die Vorstellung, vielleicht findet man ein Bakterium oder ein Virus, das nur bei Parkinson oder vielleicht gerade nicht bei Parkinson-Patienten zu finden ist und das wir wirklich mit den Ursachen der Erkrankung in Verbindung bringen könnten. Dieses eine auslösende Bakterium haben wir leider nicht gefunden, aber erhebliche Veränderungen in der Bakterienzusammensetzung im Darm und wir hoffen, dass die DFG eine Studie unterstützt, bei der wir versuchen wollen, das veränderte Mikrobiom des Darms durch ein gesundes Mikrobiom zu ersetzen. Das wäre ein Gemeinschaftsprojekt vom DZNE, vom DZIF, dem Deutschen Zentrum für infektiöse Erkrankungen und dem UKB. Aber Forschung in Deutschland ist ja kompliziert und ist an verschiedene Voraussetzungen gebunden. Wir hoffen mal, dass das 2023 zu einer positiven Entscheidung kommt. Also das Mikrobiom und Parkinson, das ist etwas, was uns sehr beschäftigt. Und ich hoffe sehr, dass es da uns gelingt, eine solche Studie finanziert zu bekommen. Da können wir uns ja nochmal widersprechen. Das wäre sehr schön. Ja. Warum war es für Sie gut, dass Sie sich mit Parkinson beschäftigen? Was fasziniert Sie daran? Eine andere Komplikation der Parkinson-Erkrankung ist das Auftreten von Halluzinationen. Das heißt, dadurch, dass auch Teile unseres Gehirns Dopamin als Stimulanz bekommen, die es eigentlich nicht bekommen sollten, leiden Parkinson-Patienten manchmal unter szenischen Halluzinationen. Und als ich ein ganz junger Arzt war, hatte ich einen Parkinson-Patienten, der unter Halluzinationen litt. Und zwar sah der, es war ein Jazzmusiker, und er sah am Ende seines Bettes ständig eine kleine Jazz-Kombo spielen. Und er meinte dann zu mir relativ differenziert, das ist auch was Interessantes, weil die Patienten können sich teilweise von diesen Halluzinationen distanzieren und erkennen die auch als Halluzination. Das Tolle wäre, dass es immer unbekannte Musikstücke gespielt werden. Das fand ich so interessant, dass mich die Beschäftigung mit Parkinson eigentlich nicht mehr losgelassen hat. Dann danke an die kleine Jazz-Kombo am Fußende des Bettes. Und danke an Sie für das Gespräch hier bei Hirn und Heinrich. Vielen Dank. Professor Wüllner. Ja, und danke fürs Zuhören. Und auf unserer Hirn- und Heinrich-Seite beim DZNE gibt es natürlich noch mehr Folgen zum Thema Parkinson. Wenn Sie die Forschung unterstützen möchten, Sie haben gehört, es ist schwierig, es muss auch mitfinanziert werden, gerne über die DZNE-Stiftung mit einer Spende. Wir freuen uns natürlich über Kommentare und Fragen weiterhin. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder bei Hirn und Heinrich. Ganz liebe Grüße.